werdet heute alles bestimmen. Jetzt stellt sich die Frage, mit welchem Pferd sollen wir denn heute anfangen? Haben wir für nächste Woche einen Termin in der Klinik ausgemacht. Ihr seht hier gerade echt die allerersten Versuche der Freiarbeit mit dem Tino. Und abstimmen fürs Outfit. Servus und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr werdet schon gesehen haben, was ich hier in der Hand halte, nämlich mein Handy mit meinem Instagram-Profil. Denn wir werden heute ein seit Monaten angefragtes Video filmen. Und zwar Instagram bestimmt meinen kompletten Tag. Ihr seht, ich stehe noch bei mir zu Hause, bin noch nicht im Reitgewand, denn ihr werdet heute alles bestimmen, von meinem Outfit zum Outfit der Pferde und natürlich, was wir überhaupt mit den Pferden machen werden. Und ich würde sagen, ich starte gleich mal mit der allerersten Umfrage. Ich werde nach den Umfragen dann immer so 10 bis 15 Minuten warten, zumindest immer so lange, bis wirklich ein eindeutiges Ergebnis ist. Ich hoffe zumindest, dass es eindeutige Ergebnisse geben wird. Ich stehe jetzt hier schon vor meinem Kleiderkasten, denn ihr seht, ich bin noch nicht im Reitgewand unterwegs und ihr dürft jetzt einmal bestimmen, was ich heute anziehen werde. Ich hoffe, es wird ein Outfit, das halbwegs zusammenpasst. Und ich würde sagen, als allererstes dürft ihr gleich mal mein Reitoutfit bestimmen, von Jacken über Shirts bis zur Reithose. Die Abstimmung findet ihr dann in der nächsten Story. Die erste Abstimmung entscheidet sich, welche Reithose ich anziehe. Hier einmal ein schöner Oberschienenton, ein bisschen bunt, schlicht in dunkelgrau oder so ein Taubeton. Für die nächste Abstimmung habe ich schon meine langarmigen Funktionsshirts geplündert und jetzt hier ein schwarzes, ein fliederfarbenes und ein weißes herausgelegt und ihr entscheidet wieder. Bei einer Sache wart ihr euch relativ schnell sicher, und zwar welche Reithose es werden soll. Bei den Shirts, da herrscht noch ein bisschen Unstimmigkeit und ich würde sagen, wir entscheiden jetzt noch, welche Socken es zur Reithose wird. Dann fehlt noch eine Jacke. Und dann wäre mein Reitoutfit soweit mal fertig. Und zum Schluss noch die Entscheidung, welche Weste es wird. Einmal hier die rote packe ich mir raus. Dann diese hier in hellbraun, liebe ich auch sehr. Und dann könnten wir eigentlich gleich noch diese dazu als Auswahl nehmen. So, ich lege immer für die Abstimmung einfach alles auf mein Bett. Mache dann mit dem Handy hier einfach ein Foto und poste das. Und ich komme gerade nicht drauf klar, für was für ein schönes Outfit ihr euch bitte entstimmt habt. Entschieden habt. Oh mein Gott, was ist mit meinem Kopf? Ich habe ja schon befürchtet, dass es sehr bunt werden könnte, aber eine wunderschöne hellgrüne Jacke, dunkles Oberteil, graue Jeans und dazu dunkelblaue Socken. Und das Shirt ist, glaube ich, aber nicht dunkelblau, sondern schwarz, aber nichtsdestotrotz sehr cool. Sehr cool. Ich freue mich, ich düse jetzt los in den Stall. Ich bin jetzt gerade im Stall angekommen und bin dann drauf gekommen, ja, eine Jacke wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ihr seht, es ist nämlich noch ziemlich nebelig und ihr habt euch für das Dunkelblaue hier entschieden. Jetzt passt es auch perfekt zu den Socken. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das Outfit hier so schön wird und ja. Jetzt bin ich gespannt, was wir mit den Pferden machen werden. Und die Kathi steht jetzt hinter der Kamera und übernimmt die Kameraführung für heute. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Pferd starten wir? Und das werde ich euch jetzt einmal kurz fragen. Ich bin jetzt im Stall angekommen und hier steht die Kathi hinter der Kamera. Hallo, du musst winken. Ich meine. Und jetzt stellt sich die Frage, mit welchem Pferd sollen wir denn heute anfangen? Ihr habt abgestimmt, dass wir mit 62% mit dem Tino starten sollen und den werden wir jetzt gleich mal holen. Das dürft ihr gleich noch entscheiden. Achso, das müssen wir bei Instagram machen. Ich so, welches Halfe das sollen wir denn nehmen? Kathi im Hintergrund so, keine Ahnung. Aber wir haben hier einmal dunkelblau oder braun zur Auswahl. Ja, schauen wir mal, für welches Halfter ihr euch entscheidet. Die Abstimmung ist aufs navyfarbene Halfter gefallen. Das ist echt witzig. Das schwenkt oft innerhalb von ein paar Sekunden wieder um. Deshalb warten wir, wie gesagt, auch immer ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal, wie es dem kleinen Mann geht. Er hat ja aktuell nämlich leider eine Augenentzündung. Deshalb muss er auch immer seine Fliegenmaske tragen. Und ja, schauen wir mal, wie es ihm heute und seinem Auge, wie es ihm und seinem Auge heute geht. Das würde ich sagen.
Das Häufte passt doch perfekt dazu übrigens, gell? Tipptopp. Sehr, sehr stimmig, Herr Dulz. Und wie immer stehen meine Pferde natürlich im Heuständer. Tierchen. Ach, guten Morgen. Mein Tierchen. Achtung, bitte. Kommt hier raus, bitte. Kommt sie. Oh, das Auge schaut gar nicht so schlecht aus. Und, oh Gott, das Auge schaut viel gut aus. Moment mal, Tino bitte herausspaziert hier. Und zwar kann ich euch das eigentlich gleich zeigen. Er hat by the way übrigens schon 2 Fliegenmasken innerhalb von einer Woche kaputt gemacht, aber... Oh, Tino! Sein rechtes Auge ist jetzt seit, glaube ich, 2 Wochen ungefähr immer ziemlich geschwollen. Man merkt auch, es ist sehr schmerzempfindlich und wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal die Tierärztin da und ja, 2 Augenhaaren schon leer gemacht und es ist trotzdem nicht besser geworden. Und jetzt haben wir für nächste Woche einen Termin in der Klinik ausgemacht. Ich war ja mit ihm im Jänner schon, genau wegen diesem Auge auch dort. Deswegen habe ich mir gedacht, ich warte jetzt gar nicht zu lange, aber heute gefällt es mir schon wieder viel besser. Oh, merkst du? Papa. Hallo. Kann er mal mit mir abends machen? Wie ist es bei Ihnen? Oh. Auswahl dabei. Die Frauen sind so mit Mücke starten. Damit wir jetzt beim Auge auch dranbleiben, werde ich ihm gleich wieder seinen Augentrost-Tee kochen. Den darf ich mir von der Niki ausborgen. Ich glaube, die hat den einfach in der Apotheke sich mischen lassen, hat dann auch noch so ein praktisches, jetzt lesen so Tee-Ei, glaube ich, heißt das. Und das koche ich ihm einfach ganz normal und wasche dann einfach sein Auge damit aus. Und damit es ein bisschen Zeit zum Abkühlen hat, werden wir das gleich machen. Aber in der Zwischenzeit können wir eigentlich gleich eine Umfrage starten, was wir mit dem Tino heute machen sollen. Weil auch wenn sein Auge ja nicht hundertprozentig fit ist, ein bisschen Bewegung schadet natürlich trotzdem nicht. Aber jetzt bleibt die Entscheidung, was wir mit ihm machen. Entweder longieren mit Stangen oder so, weil der Reitplatzboden schaut auch sehr gut aus. Oder Bodenarbeit? Oder Bodenarbeit. So, vielleicht so ein bisschen auch Ansätze mit der Freiarbeit, was ich letztens mit ihm so ein bisschen gestartet habe. Ich frage euch einfach mal über Instagram und dann schauen wir. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wir mit dem Tino heute machen sollen. Ich habe mir gedacht, entweder longieren mit Stangen oder ein bisschen Bodenarbeit, bitte nicht randalieren hier hinter mir, oder ein bisschen Bodenarbeit und vielleicht auch versuchen, erste Ansätze zur Freiarbeit zu probieren. Okay. Wir haben schon geschaut, die Abstimmung ist relativ eindeutig über Bodenarbeit in Richtung Freiarbeit. Aber als erstes wird der Tino geputzt. Wobei, könnt ihr eigentlich Konstruar putzen? Magst du putzen? Aber sonst lassen die Leute entscheiden. Tino? Dann kann ich, komme ich vielleicht von meiner absoluten Lieblingsbeschäftigung davon. Oh? Und ich bin jetzt hier schon am Putzen vom Tino, aber da ist mir eingefallen, dass die Katrin ja eigentlich auch putzen könnte. Also ihr dürft entscheiden, wer darf ihn putzen? Kathi oder ich? Und ihr habt euch relativ eindeutig dafür entschieden, dass die Kathi den Tino putzen darf. Vielen Dank, Kathi. Dankeschön, Dankeschön. Aber ich glaube, ich werde dir ein bisschen helfen. Ich wollte gerade sagen, ich lege sonst die Steine fürs Longieren auf, aber Wird ja nichts, das stimmt. Aber wir haben vorhin schon, während wir immer warten, auf eure Abstimmungsergebnisse ein bisschen geschaut und haben hier schon mal ein bisschen was herausgetragen. Das heißt, das Knoti für den Tino liegt hier schon bereit. Auch eine Gerte, das heißt, eigentlich hätten wir alles. Er muss jetzt nur noch fertig geputzt werden. Was ist spitze, Kathi. Danke. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade schon die Hufe ein bisschen ausgekratzt, ein bisschen mitgeholfen. Aber ja, Großteil darfst du erledigen. Aber ich würde sagen, Tino schaut eigentlich eh schon relativ gut aus. Ich meine, diesen feinen Staub, den... Oh, oh Jesus, Tino schaut schon gut aus, aber so gegen die Fehlrichtung. Halleluja, Maus, da ist Staub in dir. Die Zeit für Staubparty da. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen. Es bleibt immer noch eindeutig, dass wir mit dem Tino heute Bodenarbeit machen. Passend dazu natürlich sein wunderschönes Knoti. Ist übrigens auch aktuell gerade unsere Herbstfarbe im Shop. Verlinke ich euch einmal alles in der Infobox. Und ich habe jetzt schon angefangen, mir hier hinten Hütchen aufzustellen. Und vielleicht noch irgendwie so eine Stange könnten wir uns noch auflegen. Dann können wir diese Beinübung machen. Und ja, wie gesagt,
Ich möchte halt auch ein bisschen probieren, mit dem Tino in Richtung Freiarbeit zu arbeiten. Deshalb auch unbedingt das lange Bodenarbeitsseil mit der Halsringfunktion. Und schauen wir mal, was das heute so wird. Meine Baby. Oh, dieser hübsche Reif da. Und sein Cut. Was ein gutes Augencut. Also mich wundert es halt echt nicht, dass er bei den Augen immer Verletzungen hat. Er rennt oft einfach also gegen, irgendwo dagegen mit seinem Auge wieder so, oh, Tino, die Augen sind dort zum Schauen. Eigentlich. Wir haben gleich mal mit einer Balanceübung gestartet und zwar dieser Stangenübung und alles, was ihr dafür braucht, ist eine Stange. Das Ziel der Übung ist es nun, dass das Pferd mit beiden Beinen jeweils links und rechts von der Stange steht, also dass die Stange quasi einmal zwischen den Pferdebeinen hindurch geht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So einfach wie die Übung aussieht, so schwierig ist sie sowohl für Mensch als auch fürs Pferd auszuführen. Denn das Ziel ist auch wirklich, dass das Pferd in dieser Position stehen bleibt und nicht ständig wieder mit den Beinen wegweicht. Und hier ist ganz wichtig, dass man wirklich Schritt für Schritt startet, anfängt mal nur die Vorderbeine hinzustellen und erst dann das ganze Pferd zu positionieren. Dann habe ich etwas improvisiert und die Stange auch für die Hinterbeine verwendet. Und zwar wollte ich, dass der Tino hier einfach nur mit seinen Hinterbeinen jeweils vor und hinter der Stange stehen bleibt. Diese Übung hat für mich nicht nur das Ziel, dass die Kommunikation und das Vor- und Zurückschicken ganz fein und einfach funktioniert, sondern auch, dass die Pferde es von Anfang an kennenlernen, ihre vier Füße unter Kontrolle zu halten. Denn auch für die spätere Dressurarbeit, vor allem wenn es um den versammelten Schritt geht, ist es wirklich sehr hilfreich, wenn die Pferde es einfach von Anfang an kennengelernt haben, ihre Füße zu koordinieren. Tino, die Gatte ist nicht zum Essen da. Oh, weiter geht's. Für die nächste Übung habe ich mir einfach nur zwei Hütchen aufgestellt und den dann in Führposition um die Hütchen herum geschickt. Das heißt, wir machen immer einen Zirkel, dann folgt ein Handwechsel und wieder ein Zirkel auf der anderen Hand. Ich habe mich bewusst für diese Übung entschieden, denn bei dieser Übung sieht auch das Pferd das Ziel und somit eignet sich diese Übung perfekt für die Anfänger der Freiarbeit. Und ich habe mir gedacht, das probieren wir jetzt gleich mal mit der Halsringfunktion. Das ist nämlich echt praktisch, weil das genauso dieser Mittelschritt zwischen Arbeit am Knotenhalfter und Freiarbeit ist. Und jetzt schauen wir mal, ob das Slalom auch so funktioniert. Ich finde es für die Anfänger der Freiarbeit immer cool, wenn man vorher irgendeine Übung hat, die so ein bisschen einen Sinn hat, den auch das Pferd sieht, wie jetzt hier bei den Hütchen, wo auch das Pferd immer die Markierungspunkte wahrnimmt und die Übung vom Knotenhalfter macht. Dann probiert man sie mit dem Halsringseil und wenn auch das gut funktioniert, dann kann man es frei probieren. Und so steigert man sich, finde ich, immer ganz gut in die Freiarbeit rein und vermeidet die Misserfolge, wenn man gleich irgendeine neue Übung frei probiert. Und die gleiche Übung wird also gleich nochmal versucht, allerdings jetzt nur mit dem Halsringseil. Und ihr seht, hier funktioniert schon deutlich mehr über die Körpersprache. Ich habe zwar immer noch Einwirkung über das Halsringseil, aber diese ist deutlich geringer als im Knotenhalfter. Und hier sieht man auch einen ganz wichtigen Baustein der Freiarbeit, und zwar, dass das Pferd es kennt und gelernt hat, immer wieder zum Menschen zu kommen und weggeschickt zu werden. Hier hatten wir übrigens kurz Schwierigkeiten, dass der Tino ums Hütchen geht. Das heißt, auch dieses Slalomübung eignet sich wirklich perfekt dazu. Das Pferd wird immer wieder in die Mitte eingeladen und dann wieder weggeschickt. Und weil auch das mit dem Halsringseil ziemlich gut funktioniert hat, dachte ich mir, ich probiere es einfach mal frei mit ihm. Der Tino kannte die Übung jetzt schon und somit ist der Schritt vom Halsringseil zur Freiarbeit gar nicht mehr so schwierig gewesen. Und ganz wichtig am Anfang wirklich immer nur ein paar Schritte zu machen, um Misserfolge zu vermeiden. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Die Anfänge der Freiarbeit sehen zwar oft so ein bisschen unspektakulär aus, aber es ist natürlich wichtig, dass die Basis gleich vom Boden passt. Und da werden wir uns jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Nehme ich ihn aber wieder ans Knotenhalfter, weil jetzt arbeiten wir ein bisschen im Trab. Und das funktioniert sicherlich noch nicht frei, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir heute am Ende der Einheit hinkommen. Ich habe die Slalomübung dann mit ihm auch noch im Trab versucht. Aber ihr seht, das hat nicht so ganz gut geklappt. Zum einen habe ich nämlich vergessen, die Hütchen weiter auseinanderzustellen. Das ist für den Trab nämlich dann leichter. Und zum anderen gab es einfach ein paar leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Und deshalb dachte ich mir, genug Slalom für heute. Wir arbeiten lieber an etwas anderem weiter. Und ich habe dem Tino es ja von Anfang an beigebracht, dass er es kennt, dass er seinen Po zu mir stellt. Und jetzt habe ich letztens noch angefangen, dass er es kennenlernt, nicht nur den Po zu mir zu drehen, sondern dann auch gleichzeitig
mit der Vorhand kommt. Ja? Also quasi wirklich als Ganzes auf mich zu seitwärts geht. Po, po, po. Gut. Ja? Gut. Komm. Gut gemacht. Da reichen für den Anfang wieder ein paar Schritte. Wenn die gut sind, sofort wieder Übung aufhören. Und loben. Und ich mache auch ganz gern, wenn ich Bodenarbeit mache, immer wieder dazwischen andere Übungen und komme dann wieder zu einer Übung zurück, um so einfach das Training auch abwechslungsreich zu gestalten. Na, suchen noch Leckerlis selbstständig, Tino? Machen wir nicht. Ich habe mich dann einfach wieder ein bisschen mehr aufs Zirkeln konzentriert und ihn mit Schritt-Trapp-Übergängen aufmerksam gemacht. Und weil auch das gut funktioniert hat, dachte ich mir, warum nicht? Ich probiere es einfach mal am Halsringseil, habe auch immer mal wieder die Bande dazu genommen und ihn da rückwärts geschickt. Ich mache das immer bewusst an der Bande, weil er sich beim Rückwärtsrichten noch sehr schwer tut. Und mit der Bande hat er einfach eine seitliche Begrenzung, mit der es ihm dann leichter fällt, geradeaus zu laufen. Ich baue generell immer ganz gerne viele Übergänge und abwechslungsreiche Dinge ein, damit die Pferde mit der Aufmerksamkeit wirklich gerne beim Menschen bleiben. Und weil auch das mit dem Halsringseil gut funktioniert hat, dachte ich mir, warum nicht? Wir probieren es einfach mal im Trab auch frei. Ich war echt erstaunt, wie gut der Tino mit seiner Aufmerksamkeit bei mir geblieben ist. Auch hier einfach wieder die gleichen Übungen einbauen, die man zuvor schon am Seil noch gemacht hat. Da hat jetzt das Rückwärtsricht nicht ganz so gut funktioniert. Einfach das Pferd korrigieren, die Position wieder richten und dann die Übung einfach nochmal neu versuchen. Aber nichtsdestotrotz war ich einfach nur richtig stolz auf den Tino, wie gut er das einfach für seine allerersten Versuche gemacht hat. Also ihr seht hier gerade echt die allerersten Versuche der Freiarbeit mit dem Tino. Hätte ich mir nicht gedacht. Sehr cool, Mausi. Sehr cool. Und ich hätte es mit dem Tino für heute auch belassen, weil das war jetzt richtig, richtig gut. Und so nimmt man dem Pferd auch nicht die Freude an der Arbeit, wenn man es dann einfach auch belohnt, wenn es gut war, dann einfach mal aufzuhören. Er ist nur leider gerade wieder ein bisschen lästig, wenn man mit ihm mit Leckerlis arbeitet. Aber wir gehen zurück. Und mit welchem Pferd sollen wir weitermachen? Na, wir werden das im Pilgrim holen, aber bei dem dürft ihr dann jetzt auch noch entscheiden, was wir mit dem machen werden. Und bevor wir den Pilgrim holen, müssen wir natürlich auch bei dem fragen, welches Halfter wir verwenden. Und das werde ich jetzt gleich einmal machen. Als nächstes ist jetzt der Pilgrim dran und ihr dürft wieder entscheiden, welches Halfter es werden soll. Wie heißen die Flocken? Ich glaube, Sea Salt hat die Kassen. Sea Salt? Machen wir so Schneeflocke dazu. Schneeflocke. Kennst du wieder den Emoji nicht? Wie heißt dieser Farbton? Navy, weiß, grau. Keine Ahnung, wie denn so. Navy, weiß, grau. Schade, von wer da gerade um die Ecke kam. Die Mond. Ja, ich habe noch eine Stunde Zeit und habe danach ein Shooting und dachte ich mir, der Artus liegt auf dem Weg, deswegen. Der Artus liegt am Weg. Das klingt nicht so gesund. Steht und liegt am Weg. Der Besuch vom Artus. Und ich habe jetzt hier gleich Butter für die zwei. Dann bekommt der Tino nämlich sein Futter. Währenddessen warten wir noch auf das Ergebnis der Halfterabstimmung für den Pilgrim. Und dann vermute ich ganz stark, dass wir einmal auf die Koppel rauflaufen dürfen, weil die Pferde, glaube ich, stehen jetzt alle oben. Tino hat fertig gefressen. Seine Maske sitzt wieder. Die werde ich ihm jetzt auf alle Fälle oben lassen bis zum Kliniktermin nächste Woche. Und ihr habt übrigens, Tino, warte nur kurz. Ihr habt übrigens ziemlich eindeutig für dieses Halfter für den Pilgrim abgestimmt. Das heißt, Tinchen, du darfst zurück. Bitte schön. Wahrscheinlich sein erster Weg gleich in den Kraftfutterautomat. Ja, wer hätte das gedacht? Und ob ich die besten Pferde habe, stehen, glaube ich, wirklich fast alle Pferde auf der Koppel. Das wäre dann immer so eine kleine Wanderung hier hoch. Aber auf meine Pferde ist Verlass. Pipi, ha? Er steht im Rollstuhl, obwohl er nicht mal was zu fressen bekommt gerade. Piepst! Komm! Geh heraus, bitte! Raus! Oh, Entschuldigung, so habe ich mir ins Ohr eingestickt, den Finger. Ich wollte den Schopf richten. Hoppala! Schau, du kriegst ein wunderschönes Halfter, für das die Leute für dich abgestimmt haben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wir mit dem Pilgrim machen werden. Deshalb
werde ich auch hier gleich eine Umfrage stellen. Dann haben wir mal ein bisschen Zeit, bis dann das Ergebnis kommt. Die Ohren. Also nein, ich möchte nicht. Ah, dann nicht nur mein Heißstehender Büffi, komm. Ja, stellt sich die Frage, was sollen wir mit dem Pilgrim denn heute machen? Reiten? Oder? Nein, was? Nicht vors Bild. Komm, gehst du bitte den Schritt zurück, den du gerade gemacht hast. Reiten oder Bodenarbeit, Hashtag Freiarbeit, Arbeit oder Longe, Longieren. Gibt es sonst noch was, was man mit dem Pferd machen kann? Spazieren hätte ich jetzt vielleicht nicht genommen. Und weil Kathi vorher schon den Tino geputzt hat, putze ich den Pilgrim jetzt selber. Aber auch hier, ich weiß nicht, sobald die Pferde das lange Fell bekommen, mit diesem Staub, ich weiß nicht, für was ich putze, außer diese Schweißstellen halt heraus. Ich habe schon mal einen kurzen Blick auf die Abstimmung geworfen. Es war es über 90% für Reiten. Wahrscheinlich wird geritten. Aber wir müssen noch entscheiden, dann was. Was wird geritten? Welche Sparte wird geritten? Die Pferde hoffentlich wird geritten. Die Pferde. Nein! Wir haben Rot mit passenden Gamaschen, Braun mit passenden Gamaschen oder sehr dreckiger Mintton mit noch dreckigeren Gamaschen. Also, was wird's hier? Die Schabracken sind auch schon richtig dreckig. Und Abstimmung fürs Outfit, glaube ich, fällt auf das bordeauxfarbene Set. Und ich habe jetzt auch schon gefragt, was sie mit dem Pilgrim machen. Und auch da liegt Springen sehr stark vorne, ist aber erst seit 4 Minuten online. Das heißt, beim Outfit warten wir jetzt noch kurz, weil das noch nicht so ganz eindeutig ist. Aber ich glaube, wir werden heute springen. Deshalb stellen wir jetzt mal in der Halle schon ein paar Sprünge auf, weil der Reitplatz ist nämlich jetzt belegt. Und dann hoffe ich, dass es nicht noch umschwankt und wir die Sprünge wieder abbauen müssen. Ihr habt euch jetzt fürs rote Reitoutfit entschieden. Und auch fürs Springen, auch das war noch immer sehr eindeutig. Und deshalb haben wir jetzt hier in der Halle schon ein kleines, sieht man das? Na. Das Kavalette hinten, sag mal. Aber das Kreuz sieht man auch. Da ist ein Kreuz steht. Ein Kreuz und ein Kavalette auf gebogener Linie. Und da werden wir heute ein bisschen springen. Als erstes mal ein bisschen aufwärmen. Vielleicht mache ich zum Aufwärmen sogar noch ein bisschen Handarbeit mit ihm. Und dann wird gesprungen. Ich freue mich eigentlich sehr, weil ich glaube, wir sind jetzt eh schon wieder länger nicht mehr gesprungen. I was waiting outside the bedroom in your hotel suite. On the table I saw a line of confidence ready for us to meet. I was standing on the edge of the waterfall. Hallo und tschüss. Die Bretter hat was Richtiges. Was das betrifft, so diese Kleider vergiss man nicht. Niki Elsner hat nämlich gerade noch gesagt, als sie gefahren ist, nicht runterfallen. Und ich war so, der Protektor. I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We find our own nirvana. So run away with me tonight. Cause it's dusche ich den gerade einmal ab und ich muss sagen, auch ich, obwohl es nur 30 Minuten Reiten war, schwitze richtig. Also irgendwie
heute viel zu warm auch, glaube ich, schon für das lange Winterfell. Alter, schau dir das mal an. Oh, Herr Pieps. So viel Schweiß in Ihnen. Ho? Möchten Sie ein Schimmel sein? Ho? Können wir machen. Können wir machen. Bitte schön ein Schimmel. SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf. Pilgrim hat jetzt noch fertig gefressen, den werde ich jetzt wieder zurückstellen und mich dann auch auf den Weg nach Hause machen. Aber das Video hat auf alle Fälle richtig viel Spaß zum Filmen gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Entschuldigung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.